Am Sonntag wurden die Parkplätze in Griesstede knapp. So viele Besucher nutzten die Gelegenheit zur ersten Landpartie auf Gut Horn. In Scheunen, Remisen und der viktorianischen Orangerie waren Verkaufsstände aufgebaut. Hinzu kamen zahlreiche weiße Pagodenzelte, so dass eine Flaniermeile quer durchs Gelände des Anwesens führte. Insgesamt 75 Aussteller boten ihre Produkte an. Von Floristik über Gartenaccessoires bis hin zu kulinarischen Gaumenfreuden. So deckten sich etliche Besucher angesichts des nahenden Winters mit einem kuscheligen Cape, Schal oder warmen Stiefeln ein, probierten schicke Hüte an oder kauften edle Füller und Schmuck. Steinstatuen oder fantasievolle Tiere aus Blech gab es für den Garten oder auch Praktisches wie eine besonders scharfe Schere für die Rosen. Ausgestellt waren auf dem Gelände des Guts auch einige Oldtimer, die zu den beliebtesten Fotomotiven gehörten. Für passende Musik sorgte ein Jazzduo. Mit dem Programm am Sonntag ging die dreitägige Veranstaltung zu Ende.